das erste Webinar und freue mich natürlich, dass Sie sich so zahlreich angemeldet haben. Und damit scheinen wir natürlich an dieser Stelle doch den Nerv der Zeit getroffen zu haben, sprich Ihre Probleme aufgegriffen zu haben mit der Thematik, die wir heute vorhaben. Das Webinar steht unter dem Thema das Akku-Auslegungstool, Planung und Auslegung von Fettabscheidern. Vorneweg möchte ich Sie mit diesem Bild einstimmen. Dieses Bild habe ich aufgenommen in der Stadt Regensburg und da kann man sich relativ gut vorstellen, dass die ganzen gastronomischen Einrichtungen natürlich die Speisen, die sie zubereiten, Fette entsprechend produzieren, beziehungsweise die Fette natürlich auch mit dem Spülwasser und mit dem Abwasser in die Kanalisation gelangen. Und bei solchen alten Kanalisationen, wie sie in der Stadt Regensburg vielleicht existieren, dann natürlich die vor entsprechend fetthaltigen Abwasser geschützt werden müssen. Und das ist natürlich eine Problematik, die durchaus auch schon relativ alt ist. Der erste Fettabscheider, ich habe hier mal das erste Patent Ihnen entsprechend mitgebracht, entstand im Jahr 1884 und der sieht im Grunde genommen genauso aus, wie das im Grunde genommen jetzt dann auch immer noch ist. Wir haben einen entsprechenden Behälter, in dem sich Wasser befindet. Fette können aufschwimmen, Sinkstoffe sinken nach unten ab und das Abwasser wird relativ klar sozusagen dann in die Kanalisation entlassen. Und die Fettabscheider existieren natürlich nicht erst seit 1884, sondern wurden natürlich auch einige Jahrzehnte später, finden wir die ersten Reichsgesetzblätter aus dem Jahr 1940, wo entsprechend Fettabscheider auch schon in Deutschland installiert werden mussten. Fettabscheider in der Grundstücksentwässerung bei Betrieben, in denen fetthaltiges Abwasser größere Mengen Fettschlamm anfallen. Das ist im Grunde genommen so oder so ähnlich, findet man das heute auch in den Normen und Satzungen der Kommunen. Bedarf der baupolizeilichen Genehmigung. Das finden wir im Grunde genommen heute auch. Die Fettabscheider müssen genehmigt werden und der Inhaber des Betriebes zur Entsorgung und zur Reinigung verpflichtet. Auch daran hat sich entsprechend nichts geändert. Im Chatbereich ist eine Frage aufgetreten, die ich Ihnen vorweg nicht beantwortet habe. Entschuldigen Sie das bitte, bekommen wir den Vortrag nach dem Webinar. Natürlich, das Handout liegt entsprechend bereit. Das wird Ihnen automatisiert etwa eine Stunde nach Beendigung des Webinars zugesandt. Was haben wir vor in der nächsten Stunde? Wir werden uns natürlich mit der Anwendung von Fettabscheidern und natürlich auch der Funktion von Fettabscheidern beschäftigen. Wo müssen überall Abscheider eingesetzt werden und wie funktionieren die überhaupt? Und dann werden wir uns logischerweise mit der Bemessung von Fettabscheidern beschäftigen. Und die Bemessung ist natürlich das eine, die Auswahl des richtigen Produkts ist das andere und da möchte ich Ihnen die entsprechenden Produktlösungen etwas näher bringen. Da gehen wir relativ schnell durch die Folien durch. Also das Hauptthema ist logischerweise die Bemessung von entsprechenden Fettabscheidern. Im Chatbereich kam die Antwort, die Frage, der Teilnehmer hört leider nichts. Ich hoffe, das ist nicht bei allen Teilnehmern so. Versuchen Sie bitte die F5-Taste zu drücken und damit entsprechend das Browserfenster neu zu laden. Vielleicht behebt das ganze Problem. Wann müssen Fettabscheider eingebaut werden? Die Norm, die DIN 1986-100, das ist die Norm, die entsprechend für die Entwässerungsanlagen auf Grundstücken bis zur Grundstücksgrenze relevant ist, die schreibt vor unter Punkt 922, Abscheideranlagen für Fette in Betrieben, in denen fetthaltiges Abwasser anfällt, sind Abscheideranlagen für Fette nach DIN EN 1825 Teil 1, Teil 2 beziehungsweise nach der 40/40/100 einzubauen und zu betreiben. Die Normen, die hier aufgeführt sind, die DIN EN 1825 Teil 1, Teil 2 und die 40/40/100, das sind die Normen, die entsprechend für Abscheidersysteme relevant sind, werde ich nachher nochmal spezieller darauf eingehen. Und für jeden Fettabscheider muss die Entleerung und die Reinigung ungehindert möglich sein. Auch das ist eine Vorgabe der entsprechenden Norm. Aber die Norm ist das eine, die Satzung der Kommune ist das andere. Nicht überall in Betrieben, in denen fetthaltiges Abwasser anfällt, sind entsprechend Abscheideranlagen für Fette einzubauen. Das ist eine Vorgabe, die den kommunalen Anforderungen entspricht. Und zwar habe ich Ihnen hier mal die Entwässerungssatzung der Stadt Erfurt mitgebracht zum Beispiel.
Unter Paragraph 7 Abwasser, Einleitbedingungen und Überwachung. Unzulässige Einleitungen sind Öle und Fette und abschaltbare emulgierte Öle und fetthaltige Stoffe pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, sofern sie nicht aus der Nahrungsmittelherstellung in kleinen Haushaltsmengen zurückbleiben. Sprich, Haushalte sind von dieser Bestimmung an dieser Stelle ausgenommen. Die müssen keine Fettabscheider einbauen, sondern nur entsprechend Betriebe, die größere Fettmengen emittieren. Unter Punkt 2, Absatz 2, die steht noch drin, Einleitungen von nicht häuslichem Abwasser. Schadstoffe müssen durch Rückhaltung an der Anfallstelle oder durch Vorbehandlungsmaßnahmen vermieden bzw. in ihrem Gehalt vermindert werden. Und das ist die Aufgabe eines Fettabscheiders, diese Schadstoffe, sprich die Fette, die abscheidbar sind, entsprechend zurückzuhalten und nicht mit in die Kanalisation zu entlassen. So ein Fettabscheider funktioniert relativ simpel. Ich habe Ihnen hier mal so einen Querschnitt durch einen frei aufgestellten Fettabscheider mitgebracht. Wir haben an dieser Stelle, und da würde ich mal ganz kurz die Maus bemühen, einen entsprechenden Zulauf in dem Fettabscheider. Wir haben eine sogenannte Einlaufgarnitur, die sorgt dafür, dass das fetthaltige Abwasser über die Beruhigungsstrecke, die hier angeschlossen ist, die muss eine bestimmte Länge und darf nur ein bestimmtes Gefälle haben, das Wasser relativ gezügelt hier in den Abscheider hineingelangt und dort auch in der Mitte des Fettabscheiders das Wasser hineingelangt. Dieses Wasser enthält natürlich nicht nur Wasser, sondern auch Fette und natürlich auch entsprechende Sinkstoffe. Diese werden aufgrund des Dichteunterschiedes natürlich entsprechend aufschwimmen oder herabsinken und damit bildet sich oben an der Oberfläche eine entsprechende Fettschicht. Fett ist in aller Regel leichter als Wasser und das Wasser, was in die Kanalisation gelangt, wird hier auch wieder durch die sogenannte Auslaufgarnitur, das ist so ein Rohr, was sich in dem Fettabscheider befindet, hier aus der Mitte des Abscheiders entnommen und über den Probeentnahmetopf in die Kanalisation gelangt. Das ist ein rein physikalisches Prinzip. Relativ simpel. Und das Fett muss im Grunde genommen eine gewisse Zeit haben, um im Abscheider sich abscheiden zu können. Also die Größe des Fettabscheiders ist an dieser Stelle wichtig. Und das wollen wir natürlich innerhalb der nächsten 52 Minuten uns anschauen, wie das Ganze funktioniert, wie man die Größe des Fettabscheiders anhand der Menge des Wassers aus dem Küchenbereich berechnen kann. Für erdeingebaute Fettabscheider ist es genauso, auch hier wiederum rein physikalisches Prinzip. Das ist ein sogenannter Vollentsorger, genauso wie den Abscheider, den wir eben gesehen haben. Einmal im Monat muss der komplette Inhalt entleert werden und damit wird natürlich sowohl die Sinkstoffe als auch die Fettschicht entsprechend entsorgt. Die darf nicht im Fettabscheider verbleiben, sondern wird entsprechend abgefahren und der Entsorgungstrakt, das Entsorgungsfahrzeug muss natürlich in die Nähe des Fettabscheiders gelangen können. Sollte das nicht der Fall sein, dass wir entsprechende kleine Chemiefässer brauchen, um das Fett dort reinzufördern, müssen wir natürlich einen entsprechenden anderen Abscheider nehmen. Das ist ein sogenannter Teilentsorger. Und damit hätten wir schon mal die ersten beiden Begrifflichkeiten, Vollentsorger und Teilentsorger. Das funktioniert ein bisschen anders, aber hier wird auch der Dichteunterschied genutzt, um das Fett entsprechend aufschwimmen zu lassen, die Sinkstoffe nach unten absinken zu lassen. Aber ansonsten ist das ein vollgefülltes System. Und hier wird auch der Zulauf über die Mitte des Abscheiders geregelt, die Fettschicht baut sich nach oben hin auf und die Sinkstoffe sinken nach unten ab und werden dann einmal im Tag, spätestens aber in der Woche, so die normativen Vorgaben, wird dieses kleine rote Ventil, was wir hier sehen, beziehungsweise was hier hinter versteckt, geöffnet und dann haben wir hier so ein transparentes Rohr und sobald hier in den Rohren entsprechend Wasser zu sehen ist, wird der Hebel wieder geschlossen und die Fettschicht bzw. die Sinkstoffe sind in den kleinen Chemiebehältern, in den kleinen Fässern abgefördert und dann können die Fässer entsprechend entsorgt werden. So das Funktionsprinzip eines sogenannten Teilentsorgers. Wo kommen überall Fettabscheider zum Einsatz? Im Grunde genommen, gewerbliche Tätigkeiten können vorausgesetzt werden in Restaurants, Hotels, Behörden, Geschäftsbetrieben, Einkaufszentren und so weiter und so fort. Aber, und das ist das kleine Aber,
nicht überall machen auch entsprechend Fettabscheider Sinn. Was ist mit Wasser aus gewerblichen Abwässern und Fetten und Ölen aus Betrieben der Nahrungsmittelproduktion? Dort erfolgt in aller Regel eine Einzelfallprüfung während der Planung, ob der Einsatz eines Fettabscheiders über die Kommune überhaupt vorgeschrieben und sinnvoll ist. Das hat zum Beispiel was damit zu tun mit der Abwassertemperatur, mit der Dichte der Fette und Öle und natürlich auch der Zugabe der chemischen Substanzen. Ganz klassisch gesehen ist es nämlich so, dass wir das Fettabscheider, herkömmliche Fettabscheider nach DIN 1825 Teil 1, Teil 2 keinen Sinn machen bei entsprechend Nahrungsmittelbetrieben, Genussmittelproduktion oder Schlachthöfen. Dort haben wir in aller Regel Emulsionen, die dazu führen, dass wir gar keine abscheidbaren Fette haben. Da werde ich auch nochmal speziell darauf eingehen und auch Verpflegungsbetriebe mit reinem Spülbetrieb. Da haben wir eine Durchmischung der Fette und der entsprechenden Abwassermengen, so dass wir hier auch entsprechend nicht abscheidbare Fette haben, die sich im Fettabscheider ganz klassisch gar nicht abscheiden lassen können. Was bedeutet es also, wenn die Kommune den Einbau und den Betrieb eines Fettabscheiders fordert? Im Grunde genommen haben wir dann an dieser Stelle entsprechende Fettmengen. Wir, damit meine ich nicht wir als Akku oder Sie als Planer, sondern der entsprechende Nutzer, der hat dann eine entsprechende Abwassermenge, wo entsprechend auch abscheidbare Fette sich drin befinden, die sich auch im Fettabscheider abscheiden lassen. Es gibt natürlich auch Fette, die sich nicht abscheiden lassen. Das sind sogenannte Emulsionen. Wenn Sie heute früh einen Kaffee getrunken haben mit Milch, ist das eine klassische Emulsion. Dort haben Sie entsprechend Wasser, sprich den Kaffee, und Sie haben Milch, fetthaltig. Und da haben wir entsprechend so kleine Fetttröpfchen drin in der Milch, dass sich das entsprechend durchmischt. Und natürlich diese Fette, auch wenn Sie den Kaffee länger stehen lassen, natürlich nicht nach oben aufschwimmen. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel für eine stabile und Emulsion, die sich nicht abscheidbar lässt. Das Fett wird also entsprechend durch den Fettabscheider einfach hindurchlaufen. Es kann natürlich auch nochmal passieren, dass die Grenzwerte in den Kommunen etwas niedriger sind. Das heißt, die abscheidbaren, schwerflüchtigen lipophilen Stoffe haben in der Stadt Frankfurt zum Beispiel Grenzwerte von 100 Milligramm pro Liter. In aller Regel sind das etwa 250 bis 300 Gramm pro, Milligramm pro Liter. Abscheidbare Fette, die sich dort, die im Abwasserstrom sich befinden dürfen. Und wenn wir niedrige Grenzwerte haben, also erhöhte Anforderungen an die Fettabscheider, sind die natürlich nicht mehr in der Lage, das komplette Fett entsprechend abscheiden zu lassen. Und damit müssen wir dann natürlich über eine weitergehende Abwasserbehandlung reden. Das wären dann entsprechende Bioreaktoren zum Beispiel. Das ist die biologische Variante. Die Menge der Bioreaktoren richtet sich dann sozusagen nach der Größe des Abscheiders, und dort fressen im Grunde genommen die entsprechenden Bakterienstämme, die Bakterienkulturen, die Restfette auf, so dass die Grenzwerte auch entsprechend eingehalten werden. Die sind aber in aller Regel bloß nötig bei großen Betrieben, sprich großen Mensen, Fraport und zum Beispiel. Das sind Beispiele, wo solche Sachen zum Einsatz kommen. Die weitergehende Abwasserbehandlung auf chemischer Basis ist die Akku-Lipo-Flock, wird ein Dosiermittel dazu geimpft. Dieses Dosiermittel haftet sich sozusagen an den Fetttröpfchen an und bringt die zum Aufschwimmen. Das Ganze wird dann natürlich unterstützt. Die Abscheidewirkung des Fettabscheiders wird hier optimal ausgenutzt. Also auch hier ist das eine Möglichkeit, um die entsprechenden erhöhten Anforderungen, die niedrigeren Grenzwerte einzuhalten. So, jetzt kommen wir zur Berechnung der entsprechenden Nenngröße. Die Nenngröße wird berechnet nach der DIN 1825 Teil 2. Das ist die sogenannte Anwendungsnorm. Sprich, da wird die Bemessung, der Einbau, der Betrieb, die Wartung entsprechend eines Fettabscheiders geregelt. In Zusammenhang mit der DIN 40/40/100 sind das die beiden Normen, die für Sie, für die Planung und natürlich auch für die Auslegung relevant sind.
Die 18.25 Teil 1, das ist die oberste, der oberste Normenteil, das ist die Herstellernorm, da werden im Grunde genommen die Fertigung, Kennzeichnung und Prüfung von Abscheidern, Abscheidersystemen geregelt. Das ist eher die Norm, die für uns als Hersteller relevant ist. In der 18.25 Teil 2 finden wir im Anhang die entsprechenden Auslegungsvarianten. Und die Auslegungsvarianten, da gibt es drei Stück an der Zahl. Das ist zum einen natürlich die Möglichkeit, nach Mahlzeiten, Betriebsstunden, Küchencharakter das Ganze auszulegen. Zum zweiten natürlich nach dem Inventar der Küchen. Wir empfehlen für die Vorplanung, wenn das Inventar der Küchen noch nicht klar ist, nach Anzahl der Mahlzeiten und den Betriebsstunden und dem Küchencharakter zu gehen. Aber das hat ein kleines Häkchen. Und zwar, der Haken an der Sache ist, keiner kann Ihnen sagen, wie viele Mahlzeiten dort über den Tisch gehen. Insofern ist da eine gewisse Varianz da und man kann nicht wirklich genau festlegen, ist das der richtige Fettabscheider. Aber es ist eine gute Möglichkeit, um in der Vorplanung festlegen zu können, der Fettabscheider wird es höchstwahrscheinlich. Wenn das Inventar der Küchen klar ist, wissen wir auch ganz genau, wie viel Wasser in diesen Küchenbereich hineinkommt und wie viel Wasser dann über den Fettabscheider laufen muss. Und damit ist das natürlich für Sie die sicherere Variante, um entsprechenden Abscheider auslegen zu können. Und die dritte Variante sind die verarbeitenden Großvieheinheiten, Wurstwarenproduktionen und die täglich dort durch die entsprechende Nahrungsmittelproduktion laufen. Dort kommen aber relativ selten Fettabscheider von uns zum Einsatz, weil dort ganz andere Systeme zum Einsatz kommen für das Abscheiden der entsprechenden Fette. Prinzipiell kann man sagen, dass der Volumenstrom aus dem Küchenbereich die Größe des Fettabscheiders bestimmt. Sie müssen also festlegen, wie viel fetthaltiges Wasser in den Abscheider hineinläuft und dort natürlich damit die Größe des Fettabscheiders bestimmen. Aber es gibt auch sogenannte Erschwernisfaktoren, die werde ich Ihnen gleich nochmal ganz kurz erklären. Das ist die Temperatur. Ganz logisch, bei hohen Temperaturen lösen sich Fette natürlich sehr viel besser. Die lassen sich natürlich dann auch sehr viel schlechter abscheiden. Das heißt, bei hohen Temperaturen müssen wir den Fettabscheider etwas größer auslegen. Genauso bei der Dichte des Fettes. Wenn fetthaltiges Wasser bzw. Fette schwer sind, schwimmen die natürlich nicht so gut auf. Insofern müssen wir bei schweren Fetten natürlich auch den Fettabscheider wiederum größer auslegen. Und Reinigungsmittel führen natürlich dazu, dass auch hier Fette sich besser lösen, das heißt schlechter aufschwimmen. Und auch hier muss bei Reinigungsmitteleinsatz oder bei besonders intensivem Reinigungsmitteleinsatz ein entsprechender Erschwernisfaktor angesetzt werden. Werde ich Ihnen aber auch gleich nochmal ganz kurz erläutern. Wie wird überhaupt festgelegt, wie groß ein Fettabscheider sein muss? Und da möchte ich Ihnen mal die Laborprüfung nach DIN EN 1825, dort speziell der Teil 1, mal kurz erläutern. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass wir hier ein Labor Test haben. Es wird der Fettabscheider beaufschlagt mit einem Wasser-Leichtöl-Gemisch. Das Leichtöl ist auch hier speziell definiert mit einer Dichte von 0,85. Und dann ist es so, dass hier die Restfette, das Öl, was im Grunde genommen hinten aus dem Fettabscheider rauskommt, darf einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten. Das Ganze wird gemessen und wenn dieser Wert erreicht wird, dann ist im Grunde genommen die richtige Größe bestimmt. Im Grunde genommen stellen Sie sich wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle die Frage, warum wird mit Leichtöl geprüft, mit mineralischem Öl? Im Grunde genommen muss der Volumenstrom einer Laborprüfung standhalten. Es gibt nicht das Küchenabwasser, das habe ich Ihnen ja versucht, schon so ein bisschen näher zu bringen. Das Küchenabwasser besteht aus verschiedenen Fetten, die Definition eines Wasser-Fett-Gemisches muss hier entsprechend dem Labor standhalten können. Insofern wird hier Mineralöl genommen und das ist im Grunde genommen dann auch die Prüfung, der Prüfaufbau nach DIN 1825. Das Wasser-Öl-Gemisch wird mit einem bestimmten Volumenstrom dem Fettabscheider zugeführt und dann muss der Grenzwert von 25 Milligramm pro Liter an abscheidbaren Stoffen entsprechend eingehalten werden.
Das heißt, es sieht im Grunde genommen so aus, die Zulaufmenge wird festgelegt mit 4 Litern pro Sekunde. Das wäre dann ein Fettabscheider mit der Nenngröße NS4. Und wenn diese Grenzwerte darüber liegen, ist der Test im Grunde genommen nicht bestanden. Und dann wird der Volumenstrom verringert. Und wenn diese entsprechende Konzentration erreicht wird, beziehungsweise nicht mehr überschritten wird von 25 Milligramm pro Liter, dann ist der Test bestanden und dann kriegt der Fettabscheider im Grunde genommen für diese Größe auch sein Prüfzeugnis. Sprich, Prüfzeugnis ist nicht ganz richtig, früher haben die entsprechende Zulassung bekommen, dann ist dieser Test sozusagen bestanden. Das wäre die richtige Aussage an dieser Stelle. Das bedeutet im Grunde genommen, Fette und Öle mit einer Dichte von 0,85 Gramm pro Kubikzentimeter schwimmen entsprechend auf und die Nenngröße ist dann erreicht, wenn der Volumenstrom diese Grenzwerte nicht überschreitet. Das heißt für uns, wir können damit natürlich entsprechende Fettabscheider auslegen. Dazu müssen wir, das hatte ich Ihnen vorhin schon mal ganz kurz versucht zu erläutern, natürlich an dieser Stelle auch entsprechende Auslegungstools nutzen. Gehen Sie dafür auf die Internetseite argumineshaustechnik.de. Da finden Sie eine Vielzahl an Auslegungstools für Hebeanlagen, für Pumpstationen und natürlich auch für entsprechende Fettabscheider. Das wäre im Grunde genommen hier dieses erste Fenster. Da klicken Sie drauf und dann wird Ihnen diese Auswahl zur Verfügung gestellt. Und zwar nach Kücheneinrichtungsgegenständen, das ist im Grunde genommen das erste, und nach Auslaufventilen. Dieser rote Rahmen wird im Grunde genommen die folgenden Folien erklären. Essensportionen in gewerblichen Betrieben, das werden wir uns als erstes angucken. Und dann haben Sie natürlich auch nochmal die Möglichkeit, für Fleischverarbeitungsbetriebe hier entsprechende Abscheider auslegen zu können. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Wir haben ja jetzt gesagt, wir wollen den Weg für die Vorplanung gehen, sprich nach Essensportionen und Küchenart. Hier haben wir entsprechende Küchenarten, 5 Stück an der Zahl. Und das ist auch relativ schnell erklärt. Hotelküchen, Werksküchen, Ganztagsküchen, Spezialitäten, Restaurants oder Krankenhäuser. Jede Küche hat ihre ganz eigene Charakteristik, verarbeitet das Essen anders. Spezialitätenrestaurants, die werden marktfrische Ware verwenden, sprich auch viel Wasser verbrauchen. Werksküchen, Krankenhäuser, die werden natürlich ganz anders damit umgehen. Und natürlich sehr viel effektiver mit dem Wasser umgehen. Insofern ist die Küchenart hier an dieser Stelle wichtig. Dann müssen wir die entsprechenden Mahlzeiten festlegen. Das sind auch hier entsprechende Durchschnittswerte, die auf die Küchendauer auch festgelegt werden. Und zwar 160 Mahlzeiten auf 8 Stunden hier in diesem Beispiel festgelegt. Und damit haben wir dann natürlich einen entsprechenden Volumenstrom, der dann logischerweise auch die Größe des Fettabscheiders bestimmt. Sprich, dann wird immer aufgerundet. Wir haben Volumenstrom zum Beispiel in der Mitte 4,8 Liter pro Sekunde. Dann ist das bei uns ein Fettabscheider mit einer Größe NS 5,5, also Nominal Size. Dann gibt es natürlich die Erschwernisfaktoren, die hatte ich Ihnen ja vorhin schon mal ganz kurz erläutert. Hier nochmal ganz kurz, Erschwernisfaktoren, Dichte der Fette bis zu 0,94 Gramm pro Kubikzentimeter, das ist der Regelfall. Dann haben wir den Faktor 1, Fette über 0,94 Gramm pro Kubikzentimeter, dann haben wir einen Faktor 1,3, den wir an dieser Stelle oder den das Berechnungstool an dieser Stelle einsetzen muss. Wo finden wir die Dichte der Fette? Relativ einfach im Anhang A der 1825 Teil 2. Dort finden wir die Dichte der Fette, wobei man natürlich sagen muss, nicht immer wird Palmöl oder nur Olivenöl oder sonstiges Öl verwendet, sondern das ist immer ein Gemisch im Küchenbereich, der dort entsprechend anzusetzen ist. Zulauftemperatur, das ist auch hier die mittlere Temperatur, die im Fettabscheider einläuft. 60 Grad Celsius werden entsprechend im Regelfall angesetzt. Temperaturspitzen sind hier ausgenommen für die Reinigung. Das könnte eine Temperaturspitze sein. Aber wenn in der Regel nicht mehr als 60 Grad Celsius dem Fettabscheider zulaufen, wird auch hier der Faktor 1 eingesetzt. Ansonsten Faktor 1,3. Reinigungsmitteleinsatz, ja. In der Küche, wo keine Reinigungsmittel verwendet werden,
möchte ich nicht essen gehen und möchten Sie bestimmt auch nicht essen gehen. Insofern haben wir hier an dieser Stelle den Faktor 1,3. Und wenn wir besonders intensive Reiniger einsetzen, wie zum Beispiel im Krankenhaus, dann den Faktor 1,5. Und wenn keine Reiniger im Küchenbereich eingesetzt werden, dann wäre hier der Faktor 1 einzusetzen. Also in aller Regel wird mindestens der Faktor 1,3 durch den Reinigungsmitteleinsatz eingesetzt. Das heißt, der Volumenstrom aus dem Küchenbereich mal 1,3, damit haben wir die nominale Größe des Fettabscheiders. Ja, die Größe wird dann berechnet, dann kann man sich die entsprechende Berechnung abspeichern und natürlich auch den entsprechenden Artikel finden. Das werde ich Ihnen gleich nochmal erläutern. Und dann möchten wir uns natürlich an dieser Stelle auch nochmal die Variante für die finale Planung anschauen. Kücheneinrichtungsgegenstände und Auslaufventile. Und da gibt es bei uns eine kleine Besonderheit bei dem Akku-Auslegungstool. Es gibt die Auslegung nach aktuellem Stand der Technik und die Auslegung nach Norm. Das muss ich Ihnen erklären. Und zwar, die Norm ist, die Auslegung nach Norm ist relativ alt. Die beruht auf Tests, die schon vor 20 Jahren gemacht worden sind. Insofern sind inzwischen auch einige Kücheneinrichtungsgegenstände dazugekommen, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und die haben wir in unser Auslegungstool übernommen. Insofern, wenn Sie hier auf dem aktuellen Stand der Technik klicken, hier oben, dann werden natürlich solche Kombidämpfer oder multifunktionale Gargeräte mit in die Berechnung aufgenommen, die Sie bei der Standardberechnung nach Norm nicht finden. Und dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Einrichtungsgegenstände festzulegen, die Anzahl entsprechend hochzunehmen und dann können Sie vielleicht zwei Kombidämpfer, ein multifunktionales Gargerät reinnehmen, Kochkessel, Auslaufventile, entsprechende Einrichtungsgegenstände, die Sie dort finden. Warum finden wir hier keine Bodenabläufe? Relativ einfach, ein Bodeneinlauf, der nimmt nur das Wasser auf, der emittiert das Wasser nicht in den Küchenbereich. Aber nach Norm ist die Auslegung auch so, dass wir hier entsprechende Geschirrspülmaschinen finden. Die Geschirrspülmaschinen, werde ich Ihnen gleich nochmal zeigen, die sollten vielleicht auch nicht unbedingt an den Fettabscheider angeschlossen werden, genauso wie Schälgeräte. Schälgeräte zum Beispiel, wenn wir ein Kartoffelschälgerät in der Küche haben, sollen die natürlich auch nicht an den Fettabscheider angeschlossen werden. Das hat den Hintergrund, dass Stärke und Fette sich natürlich verbinden im Fettabscheider und damit zu nicht abscheidbaren Fetten führen. Das ist natürlich dann entsprechend so, dass wir hier einen entsprechenden Fettabscheider, einen entsprechenden Stärkeabscheider einsetzen müssen, der dann hier die bessere Wahl an dieser Stelle ist. Genauso Gemüsewascheinrichtungen, die machen natürlich den Fettabscheider nur unnötig groß. Da werden keine Fette in den Volumenstrom mit abgegeben, die dann natürlich im Fettabscheider über den Fettabscheider geführt werden müssen. Das ist natürlich eine Auslegung nach Norm, wo Sie als Planer natürlich festlegen müssen, muss dieses Gerät überhaupt an den Fettabscheider angeschlossen werden. Und die Stadt München zum Beispiel, die hat ein entsprechendes Formblatt rausgegeben. Ich werde Ihnen hier mal die grafische Umsetzung des Formblattes mal ganz kurz näher bringen. Und zwar nach Rücksprache mit der Kommune oder der zuständigen Behörde sollten Sie an dieser Stelle vielleicht folgende Sachen anschließen und folgende Sachen nicht anschließen. Und zwar Anschluss zwingend notwendig, und da gehen wir mal in den lilafarbenen Bereich, die Vorabräumung des Geschirrs. Das wird mit kaltem Wasser in aller Regel gemacht. Da haben Sie so eine Handbrause, wo die Teller abgespült werden. Dort werden stark fetthaltige Teller natürlich abgespült und der Volumenstrom lässt sich relativ gut im Fettabscheider abscheiden. Was sich nicht abscheiden lässt oder kaum abscheiden lässt, sind entsprechende Fette, die in Geschirrspülmaschinen oder in gewerblichen Geschirrspülmaschinen entsprechend da abgeleitet werden. Da haben wir in aller Regel Emulsionen, die direkt in die Kanalisation entwässert werden können. Genauso die Waschplätze für die Servierwägen. Da haben wir entsprechend heißes Wasser, was mit hohem Druck auf die Fläche kommt. Und das führt natürlich dazu, dass wir an dieser Stelle kaum abscheidbare Fette haben. Und diese beiden Volumenströme 1 und 2 sollten vielleicht nicht an die
FedUpShader angeschlossen werden. Und das Formblatt möchte ich Ihnen auch mal ganz kurz zeigen, das Informationsblatt der Stadtentwässerung München. Eine Lösung des Problems ist die Trennung der kalten und warmen Abwasserströme. Der kalte, stark fetthaltige Abwasserstrom aus der Vorspülung sollte in den FedUpShader geleitet werden. Dadurch ist eine nahezu vollständige Abscheidung zu erwarten. Heißwasserstrom aus Spülmaschinen kann direkt an die Kanalisation eingeleitet werden. Also klären Sie mit Ihrer zuständigen Behörde, mit der Kommune, welche Volumenströme angeschlossen werden können und welche nicht. So, jetzt ist im Chatbereich eine Frage aufgetreten. Ich lese die mal ganz kurz durch. Einen Augenblick. Die Frage ist, wie sind Kirchen zu bewerten? Regelmäßiger Kirchencafé und unregelmäßiger Kochbetrieb mit 6 Plattenherd und Kippbratpfanne. Das ist natürlich eine spezielle Frage, die wir als Hersteller kaum beantworten können. Dort sind, wie gesagt, die lokalen Vorgaben. Da müssten wir jetzt wissen, in welchem Bereich oder in welcher Kommune sich die Kirche befindet, die hier zutreffend ist. Die Frage müsste ich dann an den Außendienst geben. Die kennen sich relativ gut mit den entsprechenden lokalen Anforderungen aus. Das ist jetzt, wie gesagt, eher eine lokale Anforderung, ob dort ein entsprechender FedUpShader einzusetzen ist oder nicht. Kippbratpfanne spricht in aller Regel dafür, dass FedUpShader einzusetzen sind, aber die wird nur unregelmäßig betrieben. Das ist so ein Grenzfall, wo die Behörde sicherlich ein bisschen was dazu sagen kann. So, dann möchte ich Ihnen ein kleines Video zeigen, und zwar das Video des Kollegen Matthias Jäger. Und zwar erklärte ich Ihnen nochmal das Auslegungstool speziell. Und Sie sollten an dieser Stelle natürlich auch den Video hören. Mein Name ist Matthias Jäger und ich werde Ihnen eine kleine Einführung in Kombination mit Praxishinweisen zur Auslegung von FedUpShader-Anlagen geben. Denn gerade die Auslegung von FedUpShader-Anlagen ist ein entscheidender Prozessschritt in der Planungsphase und sollte daher mit Gewissheit letztendlich auch ausgeführt und durchgeführt werden. Viel Spaß dabei! Die erste brennende Frage, die sich sicherlich stellt oder die Sie haben: Wo finde ich letztendlich das Auslegungstool? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Geben Sie einfach in Ihrem Browser www.aku-haustechnik.de ein und dann sollte das bei Ihnen so letztendlich aussehen. Sie haben hier oben rot umrandet das Auslegungstool. Da klicken Sie einmal auf diesen Auswahl-Button drauf und dann gelangen Sie letztendlich in die nächste Ebene des Tools. Das nächste Bild, das sich dann für Sie eröffnet, sieht folgendermaßen aus. Sie haben 3 verschiedene Auslegungsmethoden. Die eine Methode ist nach Kücheneinrichtungsgegenständen, hier einmal rot umrandet. Dann die mittlere Variante letztendlich nach Mahlzeiten und die dritte Variante nach Fleischverarbeitungsbetrieben. Obwohl wir jetzt sagen müssen an dieser Stelle, der Fokus ist wirklich auf der Variante für Kücheneinrichtungsgegenstände und auch für Mahlzeiten, weil für Fleischverarbeitungsbetriebe, wenn wir ganz ehrlich sind, diese modernen Schlachtöfe, die haben teilweise so viele Abwassermengen und so einen großen Volumenstrom, wo einfach die FedUpShader-Anlagen von Aku Haustechnik letztendlich diesen Bereich nicht mehr bedienen können. Und teilweise gibt es auch so kommunale Vorgaben, die eine klärwerksähnliche Vorreinigung bedürfen. Und letztendlich da ist eine FedUpShader-Anlage letztendlich auch überflüssig. Und von daher ist der Fokus, wie gesagt, auf Kücheneinrichtungsgegenstände und auch die Berechnungsmethode nach Mahlzeiten. Grundlage und Ziel der Auslegung, ganz wichtig. Was ist letztendlich die Grundlage? Ganz wichtig, es ist nicht von Aku, es ist nicht herstellerspezifisch, sondern die Grundlage ist die EN 1825 Teil 2 für FedUpShader-Anlagen. Auch hier habe ich es Ihnen oben nochmal rot umrandet, da steht es auch schon, Teil 2, Wahl der Nenngröße. Also das letztendlich auch tief verankert in der EN 1825, wie genau so eine Auslegung zu tun ist. Wir haben eine kleine Sonderausnahme später, da komme ich noch zu, die Aku sozusagen noch eingefügt hat, aber grundsätzlich basiert letztendlich alles auf den Vorgaben der DIN EN 1825. Ich habe Ihnen mal ein kleines Bild mitgebracht, hier sieht man mal so ein Rendering von so einer Küche, so einen kleinen Querschnitt, oben die Kücheneinrichtungsgegenstände, unten die FedUpShader-Anlage.
Und letztendlich sind es, oder grundsätzlich sind es drei Steps. Der erste Step ist Berechnung des Volumenstroms QS von der Küche. Das heißt, wie viel Abwasser fällt letztendlich wirklich an, wie viel fetthaltiges Abwasser wird in der Küche generiert und dann letztendlich dem Abschalter zugeführt. Dann der zweite Step, da werde ich im Verlauf der Präsentation nochmal kurz drauf eingehen. Es gibt die sogenannten Erschwernisfaktoren, die zu berücksichtigen sind. Da gibt es drei in der Anzahl. Und die einfach dieses Abscheideverhalten oder die Abscheidequalität vermindern. Und deswegen sollte man die letztendlich berücksichtigen. Und dann der dritte Schritt ist letztendlich, dass ich die Nenngröße, die richtige Nenngröße für die Küche letztendlich definiert bekomme. Das sind so ganz grob so die ersten oder die drei Schritte, um das mal so zusammenzufassen. Dann fangen wir mit der ersten Methode letztendlich an. Schmutzwasserabfluss QS nach Art des Küchenbetriebs. Also nach den Mahlzeiten, die letztendlich anfallen. Und wenn man sich das so anschaut, das ist, wenn Sie weiterklicken in dem Tool, dann sehen Sie die verschiedenen Küchenarten, die sind normativ genau definiert. Also Hotelküche und Werksmensa und eine Ganztagsgroßküche etc. Es gibt 5 Stück in der Anzahl und die unterscheiden sich letztendlich nur in der Spezifikation in Bezug auf die Vorbereitung, auf den Rücklauf, wie viel Rücklauf habe ich, oder aber auch die Vielfalt von Speiseangeboten. Also da ist immer so eine kleine kurze Erklärung, dass man so ein bisschen wiederfindet, oder das ist eine kleine Auswahlshilfe, welchen Küchenbetrieb soll ich denn letztendlich jetzt auswählen? Vielleicht nochmal so als Hinweis, es gibt, das ist jetzt in dem Auslegungstool von ARCO Haustechnik, läuft dieser Schritt sozusagen im Hintergrund, aber vielleicht mal so für Sie als Interesse halber, in der Norm gibt es sozusagen je nach Küchenbetrieb, also hier links auf der linken Seite sehen Sie wieder diese 5 Stück, da gibt es oder fallen unterschiedliche Abwassermengen pro produzierte Mahlzeit letztendlich an. Also zum Beispiel bei der Hotelküche ganz oben, da sehen Sie 100 Liter Wasser oder fetthaltiges Wasser fällt letztendlich an pro produzierter Mahlzeit. Das sind Erfahrungswerte aus einer Messkampagne, die ist über 20 Jahre her, das sollte man vielleicht wissen, aber es ist eben der aktuelle Stand, der uns vorliegt, der allen Herstellern vorliegt, aber das ist vielleicht so für Sie als Hintergrund, also jeder Küchenbetrieb hat eben unterschiedliche Mengen, die letztendlich anfallen pro produzierter Mahlzeit. Dann der nächste Schritt ist, ich gebe sozusagen die tägliche Durchschnittswerte ein, also einmal bei den Mahlzeiten, wie viele Mahlzeiten letztendlich produziere ich, immer letztendlich einen Durchschnittswert, in dem Fall habe ich jetzt die 250 hier eingetragen, oder eben auch die Betriebsstunden im nächsten Step im unteren Feld, auch hier die täglichen Durchschnittswerte eingeben. Und hier gerade so bei den Betriebsstunden, ist immer mal wieder so das Thema gewesen, auch in der Vergangenheit, wenn man gerade das erste Mal macht oder es fehlen einem irgendwie so ein bisschen diese Daten, gibt es da vielleicht irgendwie Orientierungswerte? Das ist ja, wäre vielleicht mal so der erste Schritt, um da irgendwie so ein bisschen weiterzukommen. Und ja, ich habe hier mal was mitgebracht. Und zwar gibt es das, diese Orientierungswerte oder Richtwerte gibt es. Und zwar stehen die in einem Kommentar zur DIN 1986-100, also direkt nicht in der Norm, aber in diesem Kommentarbuch. Und da sieht man mal so einen Auszug, also Art des Küchenbetriebs, da finden Sie die 5 auf der linken Seite wieder. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Restaurant mir anschaue, da geht man eben aus 7 bis 8 Stunden beim Ganztagsbetrieb. Nur als Richtwert letztendlich. Oder beim Hotel, in der Mitte 8 bis 10 Stunden, bei Restaurant mit Frühstück, Mittag und Abendessen. Natürlich auch hier eine Einzelfallprüfung, ganz klar. Aber ich denke mal so als erste Orientierung, als ersten Wert, dass man so ein bisschen weiß, wie kann ich mich so langhangeln, um da irgendwo auch eine vernünftige Auslegung zu machen, die ja nicht gerade unwichtig ist. Hier vielleicht nochmal so, wie gesagt, gucken Sie mal in dem Kommentar zur 1986-100. Da finden Sie, wie gesagt, nicht nur die Übersicht, sondern vielleicht auch noch 2, 3 interessante Sätze. Jetzt vielleicht nochmal so einen wichtigen Zusammenhang von Betriebsstunden und Volumenstrom. Bei den Mahlzeiten ist es, glaube ich, relativ klar. Das heißt, je mehr Mahlzeiten ich produziere, desto größer ist letztendlich auch der Fettabscheider, weil ich einfach mehr fetthaltiges Abwasser generiere. Aber wie sieht das jetzt bei den Betriebsstunden aus? Je mehr Betriebsstunden, desto größer ist der Fettabscheider. Stimmt das wirklich? Na, das wollen wir uns mal gemeinsam angucken. Habe ich mir mal einen Chart mitgebracht. Hier sehen Sie mal auf der X-Achse die Betriebsstunden, also 24 Stunden am Tag sozusagen und dann auf der Y-Achse letztendlich den Volumenstrom. Und ganz wichtig als Hintergrund, ich habe eine gleichbleibende Küchenart ausgewählt. Ich glaube, in dem Fall war es die Hotelküche. Und auch die Anzahl der Mahlzeiten ist fix. Das Einzige, was ich variiert habe in dem Tool sozusagen, sind die Betriebsstunden.
Und man sieht hier, je mehr Betriebsstunden ich habe, desto kleiner wird der Fettabscheider. Also nicht so größer, desto größer wird er, sondern desto kleiner. Na klar, warum ist das so? Weil die Tagesabwassermenge, die bleibt natürlich über den Tag gleich. Und wenn ich mehr Stunden, mehr Zeitintervalle zur Verfügung habe, um letztendlich ja, diese Fracht sozusagen abzuarbeiten, dann ja, letztendlich wird der Abscheider nicht mit so großen Mengen über diese Gesamtzeit beaufschlagt. Und von daher ja, ist der Abscheider nicht so stark beaufschlagt und ich könnte letztendlich einen kleineren nehmen. Also ganz wichtig, bei den Betriebsstunden und Volumenstrom ist es eben genau andersrum. Je größer oder je mehr Betriebsstunden ich habe, desto kleiner letztendlich der Abscheider. Jetzt kommen wir noch zu den Einrichtungsgegenständen. Die zweite Auslegungsmethode, die wir uns jetzt ein bisschen anschauen wollen. Hier vielleicht ganz wichtig, also gemäß Produktnormen gibt es eben verschiedene oder unterschiedliche Kücheneinrichtungsgegenstände. Sie sehen es hier auf der linken Liste zum Beispiel ja, den Kochkessel, der 0,9 Liter pro Sekunde hat. Also das ist sozusagen hier im ersten Fenster mal rot umrandet. Also wenn Sie einen davon haben, dann gehen Sie von 0,9 Liter pro Sekunde aus. Der sozusagen, das ist quasi der Volumenstrom. Und jetzt ja, haben Sie vielleicht schon gesehen, wenn man sich die zweite oder die ganz rechte Spalte anguckt, wenn ich jetzt zwei Kochkessel habe, würde man meinen, ich habe 1,8 Liter pro Sekunde, weil ich eben davon zwei habe, also doppelt sich dieser Wert, aber dem ist nicht so, denn Sie sehen hier in der Tabelle 1,24 Liter pro Sekunde. Woran liegt das? Ganz wichtig in der Norm letztendlich, oder der Hintergrund ist, man berücksichtigt einen Gleichzeitigkeitsfaktor. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich mehr als einen gleichen Einrichtungsgegenstand habe, dann wird dieser Gegenstand in den seltensten Fällen gleichzeitig benutzt. Das heißt, ich verdoppel diesen Wert letztendlich nicht, sondern eben mit einem bestimmten Multiplikator letztendlich versehen und dann kommt eben statt 1,8 in dem Fall jetzt 1,24 bei rum. Also so vielleicht nur als für Sie als Hintergrund, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, warum ist das denn so, warum ist es nicht auf einmal das Doppelte? Das hat, wie gesagt, mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor zu tun, weil letztendlich dann auch ja, der Abscheider nicht gerade mit dieser Spitzenlast beaufschlagt wird, weil eben zeitversetzt gleiche Kücheneinrichtungsgegenstände verwendet werden. Jetzt noch ein wichtiger Hinweis. Kücheneinrichtungsgegenstände nach DIN EN 1825 habe ich Ihnen gerade erzählt, aber Arco hat natürlich noch was im Petto und zwar nach aktuellem Stand der Technik. Ja, das ist eine Besonderheit letztendlich bei der Firma Arco. Sie sehen es, wenn ich die Einrichtung, die nach Kücheneinrichtungsgegenstände mir die Methode auswähle, dann habe ich eben zwei Varianten, einmal nach DIN EN, so wie wir es gerade gesehen haben, oder eben nach aktuellem Stand der Technik. Das heißt, da werden noch moderne Kücheneinrichtungsgegenstände letztendlich berücksichtigt. Weil wir wissen, in der Großküche hat sich in der letzten Zeit viel getan, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Auch da ändern sich die Vorgaben, die Vorschriften, die Technik. Und von daher haben wir uns die Mühe gemacht, mit diversen Herstellern Rücksprache zu halten und zu sagen, hier sieht man es dann auch rot umrandet. Das heißt, wenn Sie nach Stand der Technik auswählen, haben Sie hier oben links noch ein kleines Feld, wo letztendlich noch ja, multifunktionale Gargeräte oder eben Kombidämpfer noch mit aufgeführt sind, um ja, einfach die Auslegung noch etwas präziser zu machen. Das ist letztendlich die Motivation. An der Stelle vielleicht noch einen kleinen Tipp. Gewerbliche Spülmaschinen. Also bereits in der Planungsphase ist ja schon wichtig herauszufinden und zu wissen, welche Einrichtungsgegenstände letztendlich Emulsionen erzeugen. Weil wir wissen alle, Emulsionen werden ungehindert oder passieren ungehindert die Fettabscheideranlage. Die können letztendlich nicht zurückgehalten werden. Und wenn man sich das Bild anschaut und so eine Großküche anschaut, dann ist es, glaube ich, schnell gefunden, ja, die Spülmaschinen. Also in Spülmaschinen, da habe ich eben Reinigungsmittel, da habe ich hohe Temperaturen, da habe ich Turbulenzen, also mechanische Kräfte, Verwirbelung, also optimale Bedingungen letztendlich, um eine Emulsion zu erzeugen. Aber wir wollen natürlich oder einen Anspruch haben, eine Fettabscheideranlage bestimmungsgemäß zu verwenden, also wirklich nur mit dem zu beaufschlagen, was der Fettabscheider letztendlich auch zurückhalten kann. Das sind frei abscheidbare Fette und keine Emulsionen. Von daher, ja, die Empfehlung, wenn man sich die Nummer 1 jetzt hier anschaut, sozusagen den Hauptspülvorgang von der Spülmaschine, den sozusagen an der Fettabscheideranlage vorbeizuführen, weil der meistens stark emulgiert ist, meistens heiß ist. Oder eben auch Nummer 2, wenn ich irgendwelche Waschplätze habe für Servierwagen, die letztendlich auch, wo mit dem Kercher letztendlich was gereinigt wird. Auch da habe ich Emulsionen, die entstehen, da habe ich heißes Wasser, teilweise kaltes Wasser, aber das auch, wenn möglich, sozusagen an der Fettabscheideranlage vorbeizuführen. Nur hier grün dargestellt, die Nummer 3, letztendlich ja, die Vorspülung sozusagen,
an oder an die Fettabscheidanlage anzuschließen, weil ich da wirklich mit frei abscheidbaren Fetten rechnen kann und den Abscheider auch damit beauflagen kann, weil er letztendlich dafür auch bestimmungsgemäß gemacht ist. Ganz wichtig an dieser Stelle, dieses Anschlusskonzept vorab natürlich überprüfen und Rücksprache halten mit der Behörde. Ja, das ist jetzt nur eine Empfehlung, das einfach mal anzusprechen, als Möglichkeit zu nutzen, um sozusagen wirklich auch im Nachgang eventuell Probleme zu verhindern, weil die Fettabscheidanlage nicht bestimmungsgemäß betrieben worden ist. Also da wirklich das Prüfen, vielleicht auch aktiv an die Behörde rangehen. Die haben dann auch wieder Rücksprache vielleicht mit dem Kläranlagenbetreiber. Hat das Kanal jetzt irgendwelche Probleme damit? Wie sieht es mit der Kläranlage aus? Wie gesagt, das ist wirklich wichtig, das einfach mal anzusprechen. Und auch einige große Kommunen haben das mittlerweile gemacht und erkannt. Die geben auch in ihren Infoflyern letztendlich Infomaterial darüber aus, dass man eventuell die Abwasserströme trennen soll, dass man auf jeden Fall Emulsionen verhindern soll einerseits und auch nicht in die Fettabscheidanlage führen soll. Für die Normfreunde unter euch, also DIN 4040-100, Anhang B2, Sonderfälle, Abschnitt A, da ist auch nochmal ganz kurz, dieses, was man jetzt hier so auf dem Bild sieht, nochmal ganz kurz mit Wörtern skizziert. Und genau, da können Sie das dann nochmal nachlesen. So, nach der Berechnung des Schmutzwasserabflusses kommen noch die Erschwernisfaktoren hinzu. Wie eingangs erwähnt, es gibt drei Stück. Ja, das eine letztendlich ist die Dichte, im Regelfall eben diese 0,94 Gramm pro Kubikzentimeter. Alles andere ist sehr, sehr selten. Die Zulauftemperatur 60 Grad, das ist auch der Regelfall. Ganz wichtig ist, es ist ein Durchschnittswert. Also wenn Sie mal irgendwo 200 Liter haben, die von oben mal über einen Kippkessel da irgendwo abgeführt werden und die haben 70 Grad, dann haben Sie noch lange keine Durchschnittstemperatur von über 60 Grad in der Fettabscheidanlage. Also das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass dieser Wert sozusagen ein Durchschnittswert ist. Nur wenn der über 60 Grad ist, im Durchschnitt, dann eben auswählen. Letzter Erschwernisfaktor. Reinigungsmittel, ja, das Nein ganz rechts, das ignorieren wir mal. Wir gehen davon aus, dass Reinigungsmittel verwendet werden, also ja oder ja im Krankenhaus. Warum gibt es das gesondert ja im Krankenhaus? Weil gerade im Krankenhaus eben vermehrt oder viel mehr Reinigungsmittel letztendlich verwendet werden und auch teilweise aggressivere Reinigungsmittel verwendet werden. Dann der letzte Schritt, das PDF-Dokument letztendlich ausdrucken. Ja, ich habe hier sozusagen links, da sehen Sie die Berechnungsdetails, Berechnungsergebnis, was letztendlich bei rumgekommen ist, wie groß die Fettabscheidanlage auszuführen ist. Und rechts habe ich letztendlich auch noch Angaben für dieses Planungsobjekt. Da kann ich sozusagen diese einzelnen Felder ausfüllen. Und ganz unten, wo dieser grüne Pfeil ist, der gelbe Pfeil ist, da sehen Sie letztendlich, dass Sie das Dokument dann erstellen können, speichern können und dann letztendlich übermitteln können. Weil dieses Dokument wird in der Regel natürlich benötigt, für den Genehmigungsantrag und natürlich auch für die Generalinspektion, die letztendlich bei der Inbetriebnahme stattfindet und dann auch wieder letztendlich alle 5 Jahre. Also hier wirklich Sorgfalt lohnt sich, sich da wirklich Gedanken zu machen, wie mache ich die Berechnung am besten, am sinnvollsten, wie ist es stimmig für das spezifische Objekt. So, kurz zusammengefasst. Also die Auslegung basiert grundsätzlich auf normativen Vorgaben, bis auf einige Ausnahmen wie die Kombidämpfer, die wir mit aufgenommen haben. Ansonsten das Anschlusskonzept oder diese wirklich beachten, welche Entwässerungsgegenstände schließe ich an den Fettabscheider an, das auch schon in der Planungsphase berücksichtigen und da vielleicht ein bisschen Acht drauf geben. Ganz wichtig, es sind Zwischennenngrößen erhältlich, das heißt zum Beispiel Nenngröße 5,5. Das heißt, es reiht sich ein zwischen Nenngröße 4 und Nenngröße 7. Da habe ich dann noch dazwischen die Nenngröße 5,5 oder eben die Nenngröße 8,5 zwischen Nenngröße 7 und 10. Die steht mir letztendlich auch noch zur Verfügung, um da sozusagen so ein Bindeglied zu schaffen, dass man nicht unnötig einen großen Abscheider letztendlich hat. Ansonsten Temperatur, Durchschnittstemperatur natürlich beachten. Wenn ich über 60 Grad bin im Durchschnitt, meistens schon bei 55 Grad empfehlen wir, ab vom Kunststoff, lieber hin zum Edelstahl, weil da bin ich, wie gesagt, ab 55 Grad mit 60 Grad bestens aufgehoben. Letzter Hinweis, passende Auslegungsmethode wählen. Das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Praxistipp, also die linke Variante, nach Mahlzeiten. Das sind ja letztendlich die Anzahl der Mahlzeiten, das sind Schätzwerte. Ja, ob ich jetzt 200 Mahlzeiten am Tag habe, 250, 320, wer will das schon so genau wissen? Also da kann man auch so ein bisschen flunkern und so irgendwie aus der Hüfte geschossen. Das ist halt so ein bisschen schwierig an dieser Stelle, das muss man einfach wissen.
Aber bei dieser Methode ist der Vorteil, wenn ich weiß, dass dies, wenn ich viel Abwasser habe, was letztendlich generiert wird, und letztendlich eine große Nenngröße nachher rausbekomme, dann ist diese Auslegungsmethode sehr, sehr präzise, sehr, sehr gut. Bei der rechten Variante nach Kücheneinrichtungsgegenständen, da sind die Werte natürlich ganz starr und fix letztendlich. Wenn ich jetzt zwei Spülmaschinen habe, dann habe ich die. Da kann ich jetzt nicht viel rumtricksen. Von daher ist es an der Stelle etwas genauer, will ich mal sagen. Der einzige Nachteil ist, wenn ich relativ wenige Kücheneinrichtungsgegenstände habe, das heißt, wenn ich eine kleine Küche habe, dann komme ich mit dieser Auslegungsmethode relativ schnell auf eine große Nenngröße. Also von daher die Empfehlung, einfach mal, wenn es geht, zwischen diesen beiden Varianten hin und her switchen und gucken letztendlich, was am besten passt. Vielleicht nochmal der Appell an Sie, wenn natürlich manche Daten nicht vorhanden sind, dann vielleicht auch irgendwie über die Bestuhlung gehen, ja, über die, wie viele Stühle gibt es im Restaurant, über die Verzehrfläche. Vielleicht gibt es da teilweise Vorgaben, Richtlinien, dass man sich da so ein bisschen orientieren kann, um da möglichst präzise in der Auslegung zu sein. Ja, das war's erstmal schon von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, der Matthias ist entsprechend Produktmanager bei uns im Hause für die entsprechende Abschaltetechnik. Insofern natürlich an dieser Stelle der kompetenteste Mensch, der hier bei uns im Hause das Auslegungstool Ihnen erklären kann. Ich habe die Zeit genutzt, ein paar Fragen im Chatbereich beantwortet und hoffe, dass ich die ausführlich beantwortet habe. Und insofern möchte ich Ihnen natürlich auch nochmal zwei Sachen an die Hand geben, und zwar die Berechnung speichern. Das sollten Sie im Grunde genommen immer machen und den Artikel finden. Das sind die beiden rot markierten Bereiche, die wir haben. Berechnung speichern, der Matthias hat es eben schon mal gesagt. Dokumentationspflichten, die Auslegung ist wichtig für den sogenannten Entwässerungsantrag und natürlich an dieser Stelle auch nochmal für die Generalinspektion. Matthias hatte geschrieben, alle 5 Jahre. Insofern ist es natürlich wichtig, dass Sie die Berechnung natürlich auch an den Bauherrn übergeben. Und die Generalinspektion muss natürlich auch vor der Inbetriebnahme stattfinden. Das ist eine entsprechende Vorgabe. Und insofern brauchen Sie an dieser Stelle die korrekte Auslegung. Im Chatbereich kam auch noch einmal die Frage, ob ich den Vortrag zuschicke. Ja, den schicke ich zu. Das Video wird dann auch als Link entsprechend klickbar sein. Da steht dann entsprechend Videoauslegung von Fettabscheidern und dann können Sie das Ganze nochmal sich anschauen. Ansonsten habe ich Ihnen den Link für das Video zugesandt. Es kam auch die Frage, ganz interessant, warum sehe ich die Fragen vor den anderen nicht? Das haben wir so eingestellt, damit sich auch wirklich alle trauen, hier entsprechend Fragen zu stellen. Dumme Fragen gibt es nicht, maximal dumme Antworten, und die versuchen wir natürlich an dieser Stelle zu vermeiden. Insofern werde ich die Fragen auch entsprechend an dieser Stelle, wenn nötig, vorlesen und wenn die interessant sind, und natürlich auch allgemein beantworten. Der zweite Punkt, den wir haben, Artikel finden, und das ist relativ schwierig. Sie haben natürlich die entsprechende Nenngröße des Fettabscheiders. Hier in diesem Falle wäre es, das kann ich Ihnen ganz kurz verraten, das sehen Sie hier kaum, ein entsprechender Abscheider mit einer Nenngröße 10. Das ist schon mal eine entsprechende Vorauswahl getroffen. Das heißt, hier Nenngröße 10 ist schon mal der Filter drin. Sie können sich über die Suchfilter natürlich diese 49 möglichen Abscheider natürlich entsprechend verringern. Aber Sie sehen hier auch, Sie haben eine relativ breite Auswahl an Abscheidern, weil kein weiterer Filter hinterlegt ist. Sie können Edelstahlfettabscheider, Kunststoffabscheider für Erdanbau, für Freiaufstellung, rundovale Bauformen entsprechend nutzen mit den verschiedensten Ausbaustufen. Am Ende ist es so, dass wir über 2000 verschiedene Fettabscheider haben, die wir Ihnen entsprechend liefern können. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, da durchzublicken. Insofern ist es natürlich so, dass Sie hier auf der Internetseite natürlich auch Fettabscheider zur Teilentsorgung, zur Vollentsorgung für den Erdeinbau oder für die Freiaufstellung finden. Die für den mobilen Einsatz lasse ich jetzt mal außen vor an dieser Stelle. Und die möchte ich Ihnen im Folgenden natürlich entsprechend näher bringen. Es kam noch eine Frage im Chatbereich, die ganz interessant ist. Wie sieht es bei Unternehmen aus für Tankstationen, Benzin,
werden hier auch FedUp-Shader genutzt. Also man muss hier ganz klar unterscheiden. Das ist hoffentlich jedem klar, dass wir zwischen fetthaltigen Abwasservolumenstrom aus tierischen und pflanzlichen Ursprung unterscheiden und zwischen Mineralölen. Mineralölabscheider sehen entsprechend etwas anders aus. Die FedUp-Shader für normale Fette in Anführungszeichen, die sind so, dass die nicht zumachen. Das heißt, selbst wenn die voll sind und nicht entsorgt werden, kann das Wasser weiterhin in die Kanalisation abgeleitet werden. Bei Mineralölabscheidern, die funktionieren ein bisschen anders. Die sehen so aus, dass sie hier entsprechend, wenn der Fettabscheider, wenn der Mineralölabscheider zu ist, voll ist, auch entsprechend zumacht, also kein weiterer Volumenstrom hier ablaufen kann und es dann auch eine entsprechende Information über die Steuerung gibt. Wie sieht es bei Unternehmen aus für Tankstationen? Also das wäre im Grunde genommen, kann ich mir jetzt vorstellen, dass die Frage darauf abzieht, das ist jetzt nicht so hundertprozentig klar. Diese Tankstationen, die natürlich auch ein Bistro haben, dann auch entsprechend Fettabscheider einsetzen müssen. Das ist aber wiederum eine lokale Anforderung, die sie vielleicht mit der zuständigen Behörde abzuklären haben. Das ist auch so ein Grenzfall, weil dort vielleicht nicht, also weil dort eher das Essen bloß aufgewärmt wird und nicht entsprechend direkt produziert wird. Zurück zur Folie, Erdeinbau, Freiaufstellung. Erdeinbau sieht so aus, dass wir hier entsprechend Abscheider haben mit integrierter Pumpstation oder ohne. Mit integrierter Pumpstation, die sehen Sie hier, ist unsere LipoLift. Das P steht für Plastik, das B dahinter für die Basisausführung. Wenn wir hier entsprechend mal auf die Bezeichnung schauen, das D wäre Ausbaustufe 1. Also sprich, da ist dann nochmal so eine zusätzliche Storzkupplung bzw. ein Rohr dran, damit der Deckel für die Entsorgung nicht aufgemacht werden muss im Hinblick auf die Basisausführung. Und DA wäre Ausbaustufe 3. Die Ausbaustufe 2 gibt es hier gar nicht. Also eine Hochdruckinnenreinigung oder aber mit einer zusätzlichen Entsorgungspumpe, falls das Entsorgungsfahrzeug doch ein bisschen weiter wegstehen muss. Das wäre der DAP. Gibt es in den Baugrößen NS4, 7 und 10 und ich hatte Ihnen ja gesagt, über diese Folien werden wir relativ schnell drüber gehen. Ich werde Ihnen bloß ganz kurz das Prinzip erklären. Hier haben wir einen entsprechenden Domschacht, der für die Fixausführung wichtig ist. Da können Sie drei Betonringe draufstellen und dann A15 bis zu D400er Aufsätze oben drauf setzen. Das kommt auf die Belastungsklasse der entsprechenden Umgebung an. Die weitere Möglichkeit und damit mit einer tieferen Zulauftiefe möglich, wäre die Flexausführung. Da wird so ein Domschacht oben drauf gestellt, wäre anstatt das P, das PF in der Bezeichnung, aber ansonsten Basisausführung aus Ausbaustufe 1, 3 und 3 mit zusätzlicher Entsorgungspumpe. Das wäre dann auch das, was Sie hier entsprechend finden. Gibt es in den Größen 4, 7 und 10 und das sind so die Fettabscheider mit integrierter Pumpstation. Das Ganze, wenn das Ihnen jetzt zu schnell geht, finden Sie natürlich auch nochmal auf der Internetseite. Ich habe Ihnen hier mal einen Screenshot mitgebracht. Dort finden Sie in Kästen, in Erklärungskästen natürlich auch nochmal alles entsprechend aufgeführt. Auch die Leistungserklärung für Abscheider, die natürlich wichtig sind für Sie, finden Sie dort als Link. Das wäre die DOP, Declaration of Performance, eine andere Bezeichnung für Leistungserklärung und natürlich auch die entsprechenden BIM-Daten. Dann flexibel für jede Ausführung. Auch hier nochmal der Unterschied zwischen LipoLift P und LipoLift PF erklärt. Das finden Sie genauso bei allen anderen Abscheidern. Auch hier nochmal die Produktvorteile. Da werde ich aber, wie gesagt, nicht nochmal speziell drauf eingehen. Das finden Sie alles im Internet, wenn das für Sie nur wichtig ist, dass Sie dort an dieser Stelle auch die relevanten Informationen finden. Dann gehen wir weiter zu den Fettabscheidern, die keine integrierte Pumpstation haben, beziehungsweise die werden dann mit einer separaten Pumpstation nochmal zusätzlich aufgerüstet, aber das ist dann ein Bauteil, was auch Sie in der Planung dann berücksichtigen müssen. Das wäre unser ganz klassischer LipoMax. Auch hier in der Basisausführung D, DM für die Ausbaustufe 3 oder DA, das wären dann entsprechende
Systeme, die dort zum Einsatz kommen können. Hier ist die Bandbreite ein bisschen größer, die Nenngröße ein bisschen größer, die Zulauftiefe richtet sich hier aber auch nach Aufsatzstück und nach der Nenngröße des Abschalters. Genauso bei den Horizontalbauweisen aus Polyethylen gibt es in den Baugrößen NS10 und NS15. Der NS20er wird noch dazukommen. Da wird im Grunde genommen die Trennwand von dem Lipolift entsprechend weggelassen. Auch hier gibt es entsprechende fixe oder Flex-Ausführungen in den verschiedenen Ausbaustufen. Was für Sie fast wichtiger sind, sind die Abschalter für die Freiaufstellung. Und wenn wir auf dieses Symbol klicken, dann sehen wir, dass es entsprechende Abschalter für die Freiaufstellung gibt mit integrierter Hebeanlage oder für die Vollentsorgung oder für die Teilentsorgung. Und es gibt sogenannte Vorbehälteanlagen. Auf die Vorbehälteanlagen werde ich an dieser Stelle nicht näher drauf eingehen. Bloß so viel, wenn ein Fettabscheider in derselben Höhe installiert wird wie die Küchen, wie der Küchenbereich, haben wir dann logischerweise kein Gefälle zum Fettabscheider. Dann brauchen wir eine Vorbehälteranlage. Das ist im Grunde genommen so eine kleine Hebeanlage, so möchte ich es mal bezeichnen, die ein spezielles Pumpensystem hat, damit das Wasser in den Fettabscheider hinein gefördert werden kann. Ansonsten der Lipo Smart, das wäre dann diese Variante hier oben, den gibt es dann auch wiederum, Entschuldigung, das, die Folie ist es, den gibt es in verschiedenen Dimensionen. Der Lipo Smart mit integrierter Hebeanlage gibt es in den verschiedenen Dimensionen und hier in der Basisausführung, dann in der Ausbaustufe OD, auch hier steht das P hinter dem Lipo Smart für Kunststoff, also für die Plastikausführung, die gibt es auch hier wiederum die Ausbaustufe 2 nicht. Hier ist aber darauf zu achten, dass Sie auch wiederum eine linke oder rechte Seite bestellen können. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, ob die Steuerung nach vorne oder hinten sozusagen ist, wenn wir uns die Bildchen anschauen. Und auch das Sichtfenster ist natürlich entsprechend mit vorinstalliert und dann haben wir eine linke oder rechte Bedienseite. Ist relativ einfach erklärt. Der Zulauf-Volumenstrom, da stellen Sie sich sozusagen in Richtung des Volumenstroms und an der Bedienseite, ob die nun links oder rechts sein soll, das wäre dann die linke oder rechte Seite. Dann gibt es natürlich die die Fettabscheider ohne Hebeanlage integriert. Da kommt dann immer nochmal ein Probenahmetopf dahinter und natürlich eine entsprechende Hebeanlage, wenn die rückstausicher betrieben werden müssen. Ansonsten, wenn nicht, kann darauf verzichtet werden, zumindest auf die Hebeanlage. Die Nenngrößen, die verfügbar sind, sehen Sie hier bis zu NS10. Das P steht für Kunststoff. LipoJet ist hier die Bezeichnung. OB als Basis, OD als Ausbaustufe 1, OM, also manuell, als Ausbaustufe 2 und OA für Automatikvariante, Ausbaustufe 3 und OAP mit einer zusätzlichen Entsorgungspumpe, falls die Entsorgungspumpe des Entwässerungstrakts nicht ausreichen sollte. Ansonsten das Ganze auch nochmal als LipoJet-S als Stainless-Steel-Ausführung. Der Edelstahl ist relativ hochwertig mit 1,4571, auch hier bis zu NS10. Und das Ganze gibt es natürlich auch nochmal in der XL-Ausführung bis zu NS60. NS60, das ist aber dann die Parallelausführung von zwei NS30ern. Auch das ist normativ möglich, dass zwei Fettabscheider parallel aufgestellt werden müssen. Aber hier ist durch so ein spezielles Bauteil, das ist hier dieses Bauteil, dieser Verteilertopf, wird dann dafür genutzt, dass der Volumenstrom auf beide Fettabscheider gleichmäßig aufgeteilt wird. Dann gibt es natürlich nochmal entsprechende Segmentabscheider. Da werden spezielle Segmente aufeinander gesetzt und damit natürlich bis zu NS20 erreicht. Hat den Vorteil, dass wir auch im Kellerbereich in relativ kleine Räume hineinkommen. Der Fettabscheider wird auseinandergenommen. Das ganze Segment wird hochkant hingestellt, in den Raum hineingeschoben und damit natürlich dann an dieser Stelle auch die Möglichkeit, mit so einer runden Bauform aus Kunststoff relativ schön große Nennweiten zu erreichen. Das Ganze sieht zurzeit noch so aus, dass wir hier diese Fettabscheider aus schwarzem PEHD fertigen. Die werden in Zukunft, das heißt voraussichtlich ab März, sind die dann verfügbar, aus Polyethylen gefertigt. Und dann ist es so, dass die auch hier am Standort in Stadtlengsfeld in Thüringen entsprechend rotiert werden.
Rotationsverfahren, das sind im Grunde genommen die Verfahren, die für die ganzen grauen Behälter, so möchte ich es mal bezeichnen, so werden die entsprechend produziert. Ansonsten in Philippsthal in Hessen, etwa 17 Kilometer entfernt von hier, werden die Edelstahlausführungen hergestellt. Auch hier die runde Bauform in den verschiedenen Baugrößen. Auch hier sehen Sie die entsprechenden Möglichkeiten. So, dann haben wir natürlich nochmal geteilte Ausführungen. Die gibt es dann auch bloß in der Basisausführung oder Ausbaustufe 1, also mit einer entsprechenden Entsorgungsleitung, die angeschlossen ist. Auch hier nur relativ kleine Baugrößen. Hat den Vorteil, wenn wir in kleine Räume hineinkommen müssen, dann gibt es manchmal die geteilte Ausführung, die Ausführung, die relevant ist. Ansonsten gibt es nochmal die Teilentsorge. Das Prinzip hatte ich Ihnen eingangs schon mal erklärt. In den verschiedenen Baugrößen aus Edelstahl, aus Kunststoff. Auch hier gibt es nur die Ausbaustufen 2 und 3. Und das ist dann der klassische Lipator. Also die Folien an dieser Stelle haben Sie dann im Handout auch nochmal drin. Das Handout wird Ihnen ja, wie gesagt, zugesandt. Können Sie sich dann auch im Nachgang nochmal entsprechend anschauen. Dann ist es natürlich so, dass der Fettabscheider geplant werden muss. Dazu müssen verschiedene Fragen geklärt werden. Und das ist dann auch der Schluss meines Vortrags. Sie müssen wissen, wo der Fettabscheider stehen muss. Und damit natürlich stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie sieht der Fettabscheider aus? Nehmen Sie eine runde Bauform, einen Segmentabscheider, nehmen Sie eine ovale Bauform. Das hat einfach was damit zu tun, wie Sie an den Aufstellort gelangen und den Abscheider dort entsprechend installieren können. Probeentnahmetopf hatte ich schon mal gesagt, gibt es aus Kunststoff, gibt es aus Edelstahl, gibt es als Schachtsystem, gibt es für die Freiaufstellung. Das ist natürlich dann auch wiederum ein Bauteil, was in aller Regel genutzt werden muss. Die Stadt Hannover zum Beispiel schreibt vor, hinter einer Fettabscheideranlage muss eine Probeentnahmemöglichkeit gegeben sein. Die Probeentnahmemöglichkeit ist direkt nach der jeweiligen Abscheideranlage anzuordnen und muss eine Probeentnahme aus dem freien Auslauf gewährleisten. Also auch hier die lokale Anforderung. Die Stadt München, das hat mir der Außendienst mal gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, schreibt zum Beispiel vor, so hat es mir gesagt, dass Fettabscheider ab der Größe NS4 eine Probeentnahmemöglichkeit haben. Also da ist die lokale Anforderung dann auch immer wieder ein bisschen anders. Ansonsten relativ viele Informationen in diesem Vortrag. Ich hoffe, Sie konnten dem Vortrag folgen. Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen natürlich auch unser Außendienst zur Verfügung. Ich habe hier mal die Irena rausgesucht. Insofern, wenn Sie in Berlin sind, Fragen zum Handel und Handwerk haben, ist die Irena Ihre Ansprechpartnerin. Ansonsten für die Auslegung von Fettabscheidern, für die Ausschreibung und Planung wäre das an dieser Stelle in Berlin der Wilfried Richter. Den finden Sie, wenn Sie hier unten auf Ausschreibung und Planung klicken. Ansonsten, wenn Sie eine andere Postleitzahl haben, sind das wiederum andere Kollegen, die für Sie natürlich entsprechend bereitstehen, die Ihre Fragen auch zur Auslegung von Fettabscheidern gerne beantworten. Und wenn Sie mit dem Auslegungstool nicht klarkommen, sprechen Sie die Kollegen an. Die stehen Ihnen natürlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Ja, ansonsten, ich habe ein bisschen überzogen, waren doch relativ viele Informationen, relativ viele Folien. Insofern hoffe ich, dass ich Ihnen das Auslegungstool ein bisschen näher gebracht habe und freue mich natürlich, wenn Sie entsprechend auch unseren nächsten Webinaren folgen. Und natürlich können Sie unter Veranstaltungen bei AKU auch die folgenden Webinare und Präsenzveranstaltungen sich mal anschauen, die wir entsprechend anbieten. Ansonsten freue ich mich, dass Sie so zahlreich dem Webinar gefolgt sind und freue mich natürlich auch, wenn Sie folgenden Webinaren natürlich entsprechend wieder besuchen werden und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Danke, bis zum nächsten Mal.